Hallo meine Lieben, hier ist Alexandra von Pinselschere & Co. aus Hamburg. Jetzt ist es nicht mehr lange hin, der neue Hauptkatalog startet bald. Ich hoffe, ihr habt ihn mittlerweile in den Händen und habt schon ein bisschen blättern können. Und deswegen kann ich jetzt auch langsam anfangen, so in den neuen Katalog hineinzugleiten. Die Orchideen kennt ihr schon aus dem alten Katalog, aber ich habe heute mit ein paar neuen Farben gearbeitet. Und so Altes und Neues miteinander kombiniert, auch ein neues Stempelset mit dabei. Und ja, lasst uns einfach anfangen. Die beiden Karten habe ich euch die Tage schon auf meinem Blog gezeigt. Da ist ja der Hintergrund geprägt mit dem Tiefenprägefolder Rüschen. Und ja, ich habe ein paar neue Farben. Und diese kleine Box, die ich hier habe, ist in diesem Fall jetzt eine kleine Geschenkbox für ein paar Ohrringe. So mit so einem kleinen Öffnungsmechanismus. Und wie ich die gebastelt habe, das möchte ich euch zeigen. Ihr könnt das natürlich auch für ganz viele andere Sachen abwandeln. Ein bisschen kommt es ja auch auf die Dekoration an. Und dazu habe ich mir schon ein bisschen Material zurechtgeschnitten. Wie immer. Und wir fangen an mit der kleinen Box. Da brauchen wir ein Stück Farbkarton in Flüsterweiß. Ich habe hier den extra starken genommen. Der ist zugeschnitten auf 10 x 10 cm. Und den falzen wir zuerst an allen Seiten bei 2 cm. Und ich lege das hier drüben an, weil ich da eine sichere Anlagefläche hier oben habe und nicht so ins Wackeln komme und einen schönen Winkel dann auch damit mache oder habe. Der Winkel ist ja schon da, den muss ich ja nicht machen. Und das wird eine ganz einfache Schachtel erstmal. Also keine alte, sondern eine einfache. Und da wir ja dann uns immer konzentrieren oder nebenbei auch ein bisschen quatschen möchten, mache ich das, das kennt ihr von mir auch, immer unten rechts die Klebelasche schneiden. Einmal gerade neben der Falzlinie, sodass die Falzlinie weggeschnitten ist, und einmal ein bisschen schräg. Dann falze ich alle Falzlinien. Und klebt mir die Box einmal zusammen. Und die hat jetzt dann ein Grundmaß von 6 x 6 cm. Den Deckel habe ich mir so gemessen oder bemessen, dass die Grundfläche des Deckels bei mir 6,1 x 6,1 cm ist. Das müsst ihr mal ein bisschen ausprobieren, was ihr für ein Klebetyp seid. Es gibt ja so die Leute, die einen strecken fest, die anderen strecken locker, und so ähnlich ist es ja auch beim Kleben. Es kann dann gegebenenfalls sein, dass ihr für das Maß des Deckels einfach noch einen Millimeter dazugeben müsst, wenn es nicht so gut passt. Also meiner wird auch stramm sitzen, aber das ist immer besser noch, als wenn er abfällt. Ich habe es auch mit einem Millimeter mehr versucht, da war er definitiv zu locker. So, das ist schon mal einmal die Box. Dann geht es an den Deckel. Und da habe ich ein Stück in Minzmakrone. Und das ist jetzt geschnitten. Jetzt muss ich einmal ganz kurz messen. Auf 9,1 x 9,1 cm. Jetzt war mir glatt das Maß entfallen. Das habe ich mir jetzt auch nicht aufgeschrieben gehabt. Also 9,1 x 9,1 cm. Und ich falze jetzt an jeder Seite bei 1,5 cm. Und damit habe ich dann eine Grundfläche von 6,1 x 6,1 cm. So wie ich es gerne wollte. Jetzt, wo wir drüber sprechen, ist das Maß auch ganz logisch, ne? Aber eben habe ich mal kurz einen Aussetzer gehabt. So. Und da machen wir jetzt das Gleiche wie beim Boden auch. Wir schneiden uns die Klebelaschen. Immer unten rechts die Lasche. Und dann gehen wir ringsrum. Ihr könnt natürlich auch die Klebelaschen immer an den gegenüberliegenden Seiten, also hier und dort, einschneiden. Das bleibt völlig euch überlassen, aber für mich ist unten rechts immer eine sichere Bank. Da kann ich nebenbei quatschen. Da geht nichts schief, das ist Routine bei mir. Und jetzt wird auch hier geklebt. Einfach die Klebelaschen. Ich arbeite da gerne mit einem Flüssigkleber und nicht mit dem Abreißklebeband, weil ich dann noch ein bisschen ruckeln kann. Und der Flüssigkleber, der zieht ja auch recht schnell an.
Ich hoffe, ich bleibe hier im Bild. Ich habe das hier irgendwie ein bisschen anders eingestellt mittlerweile. Und ich hoffe, die Batterie von meinem Diktiergerät macht mit. Bis zum Schluss, dass sie durchhält. Wenn nicht, müssen wir diese Woche auch wieder auf den Kameraton umsteigen. So. Und jetzt kommt der große Trommelwirbel. Passt. Passt, wackelt und hat Luft. Also ihr seht es, bei mir passt es perfekt. Da fällt auch nichts ab. Und es lässt sich noch leicht öffnen und schließen. Dann können wir hier auch gleich weitermachen. Ich habe ja hier drin so eine kleine Klappe eingebaut. Erstens kann man da unten noch ein kleines Kärtchen mit reinsetzen. Und ich finde, es ist einfach so ganz nett, auch vom Öffnen her. Und dazu habe ich ein Stück auch extra starken Farbkarton. Der ist jetzt so geschnitten. Das Maß habe ich mir aufgeschrieben. Auf 5,8 cm mal 7,7 cm. Und dann habe ich hier einmal gefalzt an der langen Seite bei 1,9 cm. Und so passt das da perfekt rein. Und bevor ich mir das anklebe, habe ich noch ein Stück, auch nochmal Farbkarton in Flüsterweiß, auch den extra starken in 5,8 x 5,8 cm, der dann genau hier spiegelgleich dran passt auf die Rückseite. Zumindest sollte er das, weil wir jetzt nämlich als allererstes uns für die Ohrringe zwei Löcher markieren. Je nachdem, was für einen Schmuck ihr habt. Ihr könnt da natürlich auch Ketten integrieren. Ich glaube, ich gehe noch ein bisschen höher so. Von der Mitte her 1 cm. Ja. Diese 1/16-Inch Stanze, die Handstanze geht raus aus dem Sortiment. Ich weiß nicht, ob sie im Moment noch verfügbar ist. Ansonsten könnt ihr auch die etwas größere nehmen. Das hängt jetzt auch ein bisschen davon ab, wie groß jetzt das für die Ohrringe für euch wird. Achso, das hätte ich vielleicht. Das war jetzt nicht ganz so klug. Ach, Moment. Das machen wir nochmal. Nee, ich stanze mir das. Halt. Also, ich habe jetzt einen Schritt nicht ganz so logisch gemacht. Das könnt ihr aber auch nachher noch machen. Ich stanze das nachher gleich nochmal durch, wenn das aneinander klebt. Mir war es aber wichtig, dass ich hier dieses Band versteckt bekomme, dass man, wenn man das hochklappt, von hinten nicht sieht. Und dazu habe ich auch dieses weiße Band mit der Silberkante genommen. Schneide mir da einfach ein Stückchen ab. Fixiere das mit einem Stück Abreißklebeband. Auf der Rückseite dieses Kärtchens. Und dann gehe ich einfach längs mit dem Abreißklebeband da auch noch einmal rüber. Ziehe das ab. Leg diese Schlaufe rein und gehe hier noch einmal über die Schlaufe mit Abreißklebeband drüber. Und dann fixiere ich mir diesen zweiten Farbkarton, na Farbkarton ist es ja auch nicht, ist ja weiß, von hinten dagegen. So, und weil ich jetzt die Löcher ja durch beide brauche, hoffe ich mal, dass ich das jetzt hier noch treffe. Ich muss es mir noch einmal markieren, sonst sehe ich es nicht. So, wunderbar. Und das klebe ich mir jetzt einmal hier in diese Box. An eine der Rückseiten. Und damit ist das Innenleben fertig. Ich habe ja zwar kein zweites Paar Ohrringe hier, deswegen denkt euch einfach, also
Ihr seht das ja hier, da sind die Ohrringe einfach durchgesteckt. Die Idee kam mir nämlich heute und ich habe jetzt die Ohrringe da reingesetzt, die ich selber bis eben noch in den Ohren hatte. So, und jetzt zur Dekoration. Da habe ich ja mit dem Orchideenset gearbeitet und als Aufleger fangen wir als erstes an. Ein Stück Farbkarton Flüsterweiß, auch wieder den extra starken. Den habe ich einmal ausgestanzt mit der zweiten Größe der Quadrate von den Framelit Stickmuster. Ich kann nicht mehr ohne, es geht einfach nicht. Und dann habe ich ein bisschen neuen Farbkarton genommen und das ist jetzt Mango Gelb. Das ist eine total schöne, krachende Farbe und ich mag die sehr auch in Kombination mit Minzmakrone. Das seht ihr ja hier auf der Karte auch. Da habe ich es auch so ein bisschen angedeutet, ein bisschen zarter. Das Stempelset Orchideenzweig. Da nehme ich mir die Elemente für die kleine Orchidee. Jetzt nehmen wir mal die getigerte. Hier ist ja die gestreifte verarbeitet. So, die beiden Elemente brauchen wir. Dann brauchen wir noch die Blütenmitte. Das kleine Blatt. Und den Zweig. So. Wir stanzen das ja eh noch aus, deswegen montiere ich mir das jetzt mal auf beiden Seiten von dem Acrylblock. Und ich habe jetzt als dunklere Farbe Blutorange. Das ist auch eine neue Farbe. Das war mal eine In-Color-Farbe, die zurückgekommen ist. Damit stempel ich mir dann jetzt diese beiden Blütenelemente auf Mangogelb. Mangogelb? Ja, ich glaube. Oh Gott. Ich habe die neuen Farben noch nicht so ganz drauf. So, dann haben wir hier noch die Blütenmitte und die verschwinden wahrscheinlich. Das sind noch mal diese Staubgefäße, aber da die sind jetzt, die hätte ich vielleicht noch mal in der Nuance dunkler stempeln müssen. Und das Blatt stempeln wir mit Tannengrün, das ist auch eine schöne neue Farbe, ist ähnlich dem Meeresgrün. Und dazu habe ich ein Reststück in grüner Apfel. Ist ein bisschen gelbstichiger als Wasabi Grün, aber ein guter Ersatz. So. Und wir bleiben bei Tannengrün, bevor wir das zumachen. Na, ich habe noch einen Stempelblock. Und da nehme ich mir dann diesen Zweig. Stempel mir den ein bisschen in den Hintergrund. Hier habe ich aus dem Jahreszeiten-Set mir aus Wildleder den Zweig ausgestanzt. So. Ach so, und dann brauchen wir ja noch einen kleinen Spruch. Mir gehen hier echt die Stempelblöcke aus. Und da habe ich ein neues Set. Die kleinen Wünsche sind ja aus dem Sortiment gegangen. Dafür ist dieses doppelte Stempelset gekommen, die klitzekleinen Grüße. Und die finde ich sogar noch viel schöner, weil sie haben einfach auch so schöne Schriften mit dabei. Und es ist wirklich für alles was dabei, sogar die für die Verlobung. Da hätte ich neulich meinen Stempel gebraucht und ich nehme mir einfach dieses kleine für dich hier raus. Guckt euch das mal im Katalog an, es sind wirklich schöne Schriftzüge dabei. Und dann das für dich, in der Hoffnung, dass es gerade ist, hier unten in die Ecke, genau. Wunderbar. Und diese Elemente, die stanzen wir dann einfach aus mit den Orchideenblüten. Das sind die Framelits, passend zu dem Stempelset, Orchideenzweig. Dazu passend gibt es ja die Framelits und ich habe das schon mal vorgearbeitet, damit es uns hier nicht den Rahmen sprengt. Ich habe mir diese ganzen Elemente schon einmal ausgestanzt. Auch in der getigerten Form. Und jetzt nehme ich mir das Falzbein und ziehe mir die Blüte da so ein bisschen rüber, damit die gleich ein bisschen Dimension bekommt.
dann nehme ich mir die Glue Dots hier auf die Mitte von dem zweiteiligen Blütenblatt und setze das dann auf das dreiteilige. Ein Mini-Dimensional auf die Blütenmitte. Und da weiß ich nie, wie rum sie kommt. Ich setze sie immer so rum drauf. So, damit ist die kleine Blüte schon fertig. Hier müssen wir nicht mehr drauf stempeln. Das heißt, wir können uns das schon auf die kleine Box setzen. Jetzt müssen wir es nur noch anordnen. So, da setze ich mir als erstes die Blüte mit einem Dimensional auf. Und dann, das hat ein bisschen gedauert, bis ich rausgefunden habe, wo ich denn jetzt diese Blätter dann hinsetze, bis es wirklich schön aussah. Und ich probiere das jetzt nicht lange rum, sondern halte mich einfach auch am Original. Da ist es. Und setze die wieder so ähnlich auf, so wie sie halt kommen. Dann habe ich hier noch so ein bisschen von dem Goldband, von diesem Garn Metallic Flair. Das wickle ich mir so 2, 3, 4 Mal um die Finger. Und auf diesen Scheitelpunkt, wo die Bänder beginnen und enden, setze ich mir einen Glue Dot. Und schieb mir das dann so ein bisschen unter die Blüte. Dann kann man auch noch mal so ein bisschen das Band so messyhaft an den Glue Dot drücken und damit ergibt sich dann dieser Effekt. Das reicht mir jetzt auch hier schon. Hier habe ich zweimal gemacht, aber das reicht mir schon so. Und dann nehme ich mir ein bisschen mal statt Glitzersteinchen ein paar Perlchen. Das macht es noch ein bisschen edler. Ich finde, das passt gut zu dem Minzmakrone. So, 3 Perlchen noch mit aufgesetzt. Und fertig ist die kleine Verpackung. Und wer mag, kann dazu dann auch noch eine kleine Karte basteln. Und auch dieser Spruch, wunderbar mit jedem Jahr, ist aus dem Set Klitzekleine Grüße. Also es macht sich auch wirklich schön auf einer Karte. Das war meine Idee für heute. Ich hoffe, es ist nicht allzu chaotisch geworden für euch, aber das ist so eine kleine Idee. Ich mache mal, hier waren glaube ich die Ohrringe drin, die Box nochmal auf, damit ihr das nochmal seht. So, schönes Abschlussbild machen hier. Oder auch nicht, so. Ist auch egal. Also ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bleibt gesund, bleibt kreativ und ich sage Tschüss aus Hamburg. Tschüss.